Gab das Nein und auch Ihre, ich nenne es jetzt mal Arbeit allgemein, denn Konsequenzen für Sie, also wie Überwachung? Also die Überwachung, die lief ja ohnehin. Also was Sie da gekriegt haben mit Informationen, haben Sie mitgenommen. Aber sonst hat es keine großen Konsequenzen gehabt. Ich habe ja, als das losging, habe ich dann den Stellvertreter des Superintendenten, der damals Oberpfarrer in Weimar, den habe ich zum Gespräch gebeten. Und der war dabei und das wusste der Stasi-Offizier nicht. Plötzlich war also mein Vorgesetzter da und unter der Zeugenschaft des Vorgesetzten habe ich ihm gesagt, was der eben wollte, habe ihm nochmal erklärt, dass ich das auf keinen Fall mache, dass wenn wir Kontakte zum Staat brauchen, ich die offiziellen Kontakte beim Rat des Kreises, Abteilung Inneres, benutzen werde, dass ich keinesfalls geheime Gespräche mit ihnen führen würde. Und da war der tief beleidigt und hat auch einen hässlichen Bericht über mich geschrieben, wie hinterhältig ich gewesen wäre und dass ich ihn reingelegt hätte. Aber das hat mich nachträglich nur bestätigt. Und da haben die dann nichts weiter unternommen. Sie wollten ja auch nicht, dass es ständig Gespräch ist, dass sie Leute anwerben. Obwohl wir das wussten und ich auch unterschrieben hatte, Jahre vorher, dass ich keine Geheimdienstkontakte unterhalten werde. Also insofern hat es mich dann später erstaunt, dass dann ein Kollege von mir dann doch mitgemacht hat, obwohl wir alle wussten, das sollen wir nicht, das dürfen wir nicht. Und vor allen Dingen, weil wir nicht nur unterschrieben hatten, dass wir keine Geheimdienstkontakte hatten, sondern weil wir auch unter veramtlichen Verschwiegenheit, unter dem Beichtgeheimnis standen und ohnehin nichts sagen durften über unsere Leute, weder was sie tun, noch was sie machen, noch was sie uns privat und intim erzählt hatten. Also diese war für mich ganz klar, dass ich da rauskommen musste. Und mit dem zweiten Gespräch mit dem Oberpfarrer war auch alles vorbei. Aber sie haben natürlich alles genutzt, um Informationen abzuschöpfen. Und das Tragischste, was ich finde, und dass sie eine Lehrerin angesetzt haben auf meine Kinder, und die waren damals klein, 6, 7, 6 und 8 und 10 Jahre alt. Der Jüngste war noch nicht in der Schule. Und andere Kinder haben meine Kinder ausgefragt, bestimmte Fragen gestellt. Und die Lehrerin hat das dann abgeschöpft, was die Kinder berichten über meine Kinder, und gibt es an das MFS weiter. Und es ist zum Teil wirres Zeug, was da drin steht, was so ein 7-jähriges Kind nicht ahnend erfährt von dem anderen 7-Jährigen. Das ist krauses Zeug, aber das haben sie alles verwertet und haben versucht, also da so ein Informationsnetz um mich herum zu spinnen. Oder wenn ich nicht zur Wahl, ich bin dann auch manchmal zur Wahl gegangen, vor allem zu diesen Kommunalwahlen. Aber meistens bin ich nicht zur Wahl gegangen und dann war am nächsten Morgen, fand ich ein Plakat an meiner Tür: Pfarrer, du bist kein Christ, du bist ein Faschist, verschwinde aus unserem Dorf, und dann noch Androhungen, andere Androhungen. Da wusste ich, das war nicht die Gemeinde, nicht das Dorf. Das waren die Zersetzungskünstler, Druck aufbauen, Ängste machen. Aber ich muss sagen, ich bin damals eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich hatte ja noch eine Instanz, an die nicht reinkam. Da wusste ich eigentlich, kann nichts passieren. Ich habe dann später mit meiner zweiten Frau, als dann in Berlin das richtig wieder losging, da hatten wir ausgemacht, wenn einer oder beide von uns verhaftet werden, dann haben die meistens, der Westen hat dann oft sehr schnell freigekauft, dann würden wir höchstens ein halbes Jahr im Gefängnis bleiben wollen und dann versuchen, freigekauft zu werden, wegen den Kindern. Also wir hatten große Angst, dass unsere Kinder in irgendwelche kommunistischen, lieblosen Kinderheime kommen. Also da haben wir gesagt, das wollen wir nicht zu lange machen. Die Kinder sollen, also die hätten sowieso ein Trauma gehabt, aber es soll nicht so schlimm sein. Und also um der Kinder willen wären wir vielleicht in den Westen gegangen. Aber davor sind wir bewahrt geblieben.